Vielleicht gucken wir noch mal ein bisschen auf das Geschehen in der Ukraine. Vielleicht liegt die Karte jetzt vor. Und da können wir dann sehen, dass momentan die heftigsten Gefechte im Donbass stattfinden. Und dort werden auch sehr viel Marschflugkörper aktuell eingesetzt, abgefeuert. Und der schwere Angriff auf Dnipro, wo mindestens 40 Zivilisten ums Leben gekommen sind, auch dort hat man einen Marschflugkörper eingesetzt. Gucken wir uns das auf der Karte mal an. Angeblich hat Präsident Putin seinem militärischen Führer Gerassimov gesagt, innerhalb von 3 Wochen soll er jetzt Luhansk und Donetsk einnehmen. Schwere Gefechte weiterhin um Bachmut, nachdem Soledar etwas nördlicher davon ja gefallen ist. Und dann gibt es auch im Süden immer wieder Angriffe auf Cherson. Und vielleicht auch ganz interessant, gestern haben ja belarussische und russische Streitkräfte gemeinsame Luftwaffenmanöver begonnen. Und die Ukraine hat so ein bisschen die Angst, dass möglicherweise von Belarus aus eine nächste Offensive der Russen gestartet werden können. Dazu muss man allerdings wissen, dass es äußerst problematisch wäre, denn dieses ganze Gebiet, was wir dort westlich von Kiew sehen, das ist Feuchtgebiet, Sumpfgebiet. Also da mit einer Panzerarmee Richtung Süden vorzurücken, das wäre extrem problematisch. Und eigentlich kann man nur den Angriffskeil, den man zu Beginn des Krieges Richtung Kiew geführt hat, momentan bei den Wetterbedingungen nutzen. Also sehr hohe Verluste auf beiden Seiten, ohne dass jetzt eine größere Offensive schon gestartet worden ist und dass man größere Geländegewinne erzielt hat. Guido, danke schön. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.